Servus Christi und herzlich willkommen zu Train Fever mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, was ich so treibe. Und ja, ich habe es mal ein bisschen die Zeit wieder ein bisschen vorlaufen lassen, das Ganze beobachtet. Wir sind jetzt hier schon am 19. Januar 1999, also es ist schon weit fortgeschritten. Und mir ist aufgefallen, wir müssen dringend hier unsere Strecke nach Santa Clara ausbauen, weil da stehen immer Leute da. Und wenn der Zug kommt, dann stehen so viele da, dass nicht mal alle reinpassen. Das heißt, wir brauchen da einen zweiten Zug auf der Strecke. Allerdings, wie wir ja alle wissen, ist die Strecke ja nur eingleisig. Das heißt, schauen, da ist der Zug, ist auch gerade, wo fährt denn der hin? Schauen wir mal schnell. Ja, der fährt Richtung Ontario runter. Und hier stehen 12 Leute am Bahnhof. Das kann doch nicht sein. Ich meine, die laufen da rum und... Oder besser gesagt, die stehen da rum und warten, dass irgendwo wieder Zug kommt. Und das müssen wir ändern. Und deswegen möchte ich die Strecke zweigleisig machen, aber nicht durchgängig zweigleisig. Das ist nur so eine Stichstrecke, da, sagen wir mal, lohnt sich das jetzt nicht so, ne? Und ja, hier habe ich noch unsere Dings offen. Ich habe auch schon wieder 4 Millionen zurückzahlt in der Zwischenzeit und so. Und so haben wir gedacht, das höre ich auf mit der Zurückzahlerei, das bringt mir nichts. Ich kann ja nicht mehr investieren, wenn ich das tue. So. Und jetzt gehen wir erst einmal, jetzt schauen wir mal, dass wir in der Mitte von der Strecke, ungefähr in der Mitte, so eine längere zweigleisige Strecke bauen. Ich würde sagen, wir klinken uns mal hier an und ziehen die mal bis daher ungefähr, oder? Das sollte reichen. So, das macht die Sache hier nicht hübscher, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, aber mein Gott. Deutsche Bahn macht auch nicht immer alles hübsch, da müssen es durch die Leute. So, machen wir hier eine schöne, schnelle Weiche rein. Ganz schnell wie möglich. So schaut es ganz gut aus, darf ich sagen. Ja, besser wird es nicht mehr. Fahrzeug im Weg. Ei, da dauert's, ist da ein Fahrzeug im Weg. Das müssen wir komplett durchlassen, schätze ich. Das muss erst im Bahnhof stehen, damit wir da hinkommen. Das wird mich nämlich auch hier nicht auf die Strecke rüberbauen lassen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Na, doch, in die Richtung schon. Das ist gut. Und da haben wir da einen Huckel drin. Mei, oh mei. Ja, dann lassen wir mal schnell den Zug hier durch. Dass der da über das Gleis drüber ist. Komm, Zug. Und dann hoffen wir, wenn wir es jetzt stoppen, das Ganze. Ich möchte schauen, dass wir nicht zu viel Geld verlieren. Ich würde die Strecke gern zweigleisig hinkriegen. Na, dann machen wir es jetzt mal so. Ah, alles klar, immer noch im Weg. Das heißt, ich muss jetzt echt warten, bis der im Bahnhof reinfährt. Oder vielleicht hinter dem Stück hinaus ist. Ja, schauen wir mal. Lass mal schnell sausen. So, saus mir mal da bitte über die Weichen drüber. Vielleicht funktioniert es ja dann. Okay. Probieren wir es nochmal. Wenn nicht, dann müssen wir ganz fertig fahren lassen. Probieren wir es mal. Na, sag's. No, Sticks, das geht doch alles. Wenn man will, geht alles. Das. Ach ja, nicht schön, aber selten, sagen wir mal. Ne? Das heißt, wir brauchen jetzt hier bei der Ausfahrt zwei Signale mal. Das ist mir jetzt einfach wichtig, dass da einfach ein zweiter Zug auf die Strecke kommt. Das muss sein. Dann stellen wir da einen hin. Und da einen, wenn wir in die Richtung fahren, dass wir hier ein Ausfahrtssignal haben und dann da, na, gehst her jetzt. Und dass wir dann da hinten auch ein Ausfahrtssignal haben. Das ist ein schönes, lange, zweigleisiges Stück. Das sollte uns schon helfen. Es hätte wahrscheinlich auch ein kürzeres irgendwo getan, aber gäh. Dann hoffen wir auch mal, dass die Linie das dann annimmt. Weißt du was, die stellen wir jetzt da eins hin und da eins hin. Schaut doch gut aus. Dann gucken wir mal schnell, wenn wir es hier auf die Linie gehen. Nein, nimmt es natürlich nicht. Und warum nicht? Weil wir hier sagen müssen, du da vorne, nämlich du hier. Eigentlich hätte auch eins getan, ne? Du bist ein Einbahnsignal. So, und das haben wir die Strecke gespalten. Ne, haben wir nicht. Leider dauert es, haben wir nicht.
dann sagen wir halt da hinten auch noch, dass das ein Einbahnsignal ist und dann soll es aber endlich mal funktionieren, hoffe ich. Ja, nur so ist ja doof, ne? Wenn wir hier sagen, du bist ein Einbahnsignal. Ja, jetzt spaltet das. Schau, sehr gut. Und schon ist die Strecke zweigleisig. Was uns natürlich nichts bringt, wenn wir jetzt kein Geld reinkriegen, sondern lassen. Entschuldigung. Dann lassen wir es mal wieder ein bisschen schneller laufen. Wir brauchen nämlich Geld. Weil ich möchte natürlich den gleichen Zug wieder draufstellen. Und das war diese Lok hier und die kostet 2 Millionen. Ach du Schande. Ja. Wir lassen es mal ein bisschen schneller laufen. Das haben wir gleich herin, das Geld. So ist es ja nicht. Hey Geld, straf mich nicht lügen. Ich habe gesagt, das haben wir gleich herin. 2,9 Millionen und dann braucht man noch zwei solche Wägen dazu. Gut, die sind relativ billig. Mit 3, also 2,6 Millionen, wenn wir haben, können wir wieder losbauen, kaufen, sonst was tun. Das braucht ein bisschen, aber ich meine, wenn wir hier unsere Dinge anschauen, wir sind im Jahr immer über 1 Million. Also das ist gar kein Thema, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann schickt man den zweiten Zug auf die Strecke und dann wird alles gut. Weil hier, der Zug ist relativ kurz draußen und es stehen schon wieder Leute da und es wären nicht weniger, die da stehen und darauf warten, dass wir mit Zug fahren können. Und ich meine, wenn die Autos immer noch besser werden, ja gut, 1999, so viel besser wären die Autos nicht mehr. Aber ihr seht auch da, da fahren unheimlich viele Autos auf dieser schlechten Strecke. Und das muss ja nicht sein. Die sollen mit uns fahren, das ist immer unser Ziel. Wir wollen es umweltschonend, ja, wir wollen, dass sie halt mit uns fahren, ne? Wir wollen Geld verdienen. Ach ja, weil ich es gerade sehe, ich habe hier zwischen der und der letzten Folge auch mal noch eine Bushaltestelle da hingebaut. Weil der hier aus dem Haus, habe ich nämlich beobachtet, der hat hier hinten gearbeitet, hier, und ist da mit dem Auto hingefahren. Da habe ich mir gedacht, du, so geht's ja nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, bist du ja da mal da vor, bis du der Bushaltestelle läuft, bis dahin ist er mit dem Auto auch schon fast da, wo er hin möchte. Und genau das ist ja das Problem hier bei dem Spiel, oder was heißt Problem? Problem in Anführungszeichen. Dass er halt das berechnet, wo die hinwollen, ne? Schauen wir mal, wo es wohnen da schon drei drin, wow. Fahrt mit dem Auto, geht zu Fuß, geht auch zu Fuß. Gut. Und wo willst du hin? Nach Santa Clara. Schau, die wollen nach Santa Clara ins Geschäft fahren und in die Freizeit. Und da fahren die mit dem Auto. Obwohl doch hier, naja gut, die Haltestelle ist natürlich, der Bahnhof ist schon weit weg für die, ne? Die müssen da einmal komplett rum, ums Eck. Aber so ist halt, mei, da müssen wir es jetzt durch. Erst einmal, wir wollen ja jetzt unseren Service hier ausbauen, aber ich brauche halt noch ein bisschen mehr Geld. Und zwar ungefähr so viel wie jetzt. Stopp. Stopp. Wir kaufen diese Lok. Und wir kaufen den Waggon. Wir setzen den gleichen Zug dann nochmal drauf. Komm, soll's eins. Was? Oh, habe ich mich verguckt. Eins. Und come on, ich brauche den zweiten. Ups, das ist kein zweiter. Ah, Mann, jetzt fängt der schon wieder an. Aufs Geld warten. Immer dieser Monatswechsel. Ja, okay, da, derweil trinke ich mal kurz einen Schluck. Brüstal. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch schnell 300.000. Hallo. Oh. Das ist jetzt wieder schwierig. Vorher geht der mir nicht auf die Strecke. Wenn da keine zwei Wagen dranhängen, geht er mir nicht auf die Strecke, Leute. Sag ich euch. Weil es keinen Sinn macht. Definitiv, es macht keinen Sinn. Derweil kommt er hier nochmal. Schauen, der fährt es da rein. Und wir machen jetzt mal hier den Bahnhof auf, damit wir das sehen. Und irgendwie komme ich gerade wieder nicht raus aus dem schlechten Geld hier. Ontario Clara. Auf der Strecke. Unser Zug fasst 42 Leute. Jetzt schaut, was da stehen. Da standen 43. Der Zug fährt raus.
Und da stehen drei Leute, die auf den Zug warten. Ich meine, hallo? Das geht nicht. Und jetzt kriege ich den blöden Zug nicht gekauft, weil er hier meint, er muss mal so viel Geld immer abziehen. Mann. Schwierig, schwierig. Ja, wir haben gekauft. Es ist natürlich klar, dass uns das ein bisschen runterzieht. Aber komm, du wirst doch jetzt noch schnell. Nee, das schaffen wir in dem Jahr nimmer. Jetzt haben wir gleich das Jahr 2000. Ich meine, auf den Wechseln zum Jahr 2000, das wissen wir alle noch aus eigener Erfahrung, da schmiert die komplette Software ab. Klonk. Naja. Doch nicht. Wie damals, es ist nichts passiert. Alle haben sie Panik geschoben. Oh mein Gott, und es wird nichts mehr gehen. Und keine Ahnung, die Flugzeuge fallen vom Himmel und die Schiffe fahren an Land und die Züge auf der Autobahn und was weiß ich. Da haben sie da einen Rumschiss gehabt, ohne Scheiß. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich weiß das noch so gut. Das war echt kein Spaß. So, jetzt sind wir wieder im Plus. Und jetzt brauchen wir bitte 300 plus. Das kriegen wir jetzt nicht, weil jetzt sind wir gleich wieder Minus. Und zack, Minus. Schlimm. Ich kann es nicht schneller laufen lassen. Es tut mir leid. Und jetzt haben wir wieder nur so eine Folge, wo wir wieder aufs Geld warten. Das ist schon wieder nervig. Schon langsam ist es immer so, wir warten nur noch aufs Geld. Aber ich möchte ja wieder aus den Miesen rauskommen irgendwann. Ich meine, wir haben noch 6 Millionen Schulden. Und irgendwie verkommt das Spiel immer mehr zur Warterei in der letzten Zeit. Das ist kein Spaß auf Dauer. So, und schon wieder. Kurz vor Monatsende fast das Geld. Aber auch nur, es ist der Zug wieder da. Okay, das bringt uns jetzt eh nicht weiter. Schau, jetzt wollen es auch alle nicht mehr nach Santa Clara fahren, weil wir hier einfach einen schlechten Service bieten. Und es ist halt ein Problem. Schlechter Service ist immer ein Problem. Weil wenn die so weitermachen, jetzt komm, zapp, nein, jetzt, ah, oh, gib's mir, jetzt das. Das habe ich wieder nicht gekriegt, weil ich einen halben Zentimeter zu langsam geklickt habe. Oh, Wahnsinn, also es tut mir echt leid, Leute, dass ihr mal wieder mit mir zusammen hier warten müsst, aber ja, auch das gehört halt mit zum Spiel dazu, dass man halt einfach auch mal ein bisschen warten muss, ab und an, bis man wieder investieren kann. Ich meine, wir sind schon wieder fast am Ende vom April und haben das Geld noch nicht. Jetzt gehen wir auf langsamer, vielleicht komme ich nämlich jetzt hin. Zapp, jetzt haben wir es gekauft. Haha. So, und dich weise ich jetzt der Linie zu Ontario Clara. Sehr schön, haben wir es doch noch geschafft, die Folge. Ich meine, da stehen zwar jetzt nur 9 Leute, 10 Leute, aber mit ein bisschen Glücks fahren die auch ziemlich zeitgleich dann ab. Weil die pendeln sich schon ein dann. Das ist nicht das Thema. Ja, schön. Es haben wir auf unserer Ontario Clara. Jetzt müssen wir mal wieder da reingucken. Holzdeiten 2 fährt böse Minus. Naja, böse. Wer wirklich böse fährt, ist Holz Wichita. Mann, oh Mann. Und hier unser Indianer Wurst, der fährt eigentlich auch zu schlecht, ne? Der braucht wahrscheinlich auch noch einen dritten Zug auf die Strecke, damit hier der Takt besser wird. Ich würde mal sagen, die sind ziemlich leer, die Züge. Ja, geht so. Ja, da werden wir uns dann wohl auch noch drum kümmern müssen, dass da. Ich meine, wir kommen ja eigentlich mit den paar Strecken, die wir haben, schon immer klar, dass wir hier noch eine neue aufbauen. Das ist langsam ein Gerücht, ne? So, da stehen 3. Die fahren halt auch alle lieber mit dem Auto, die Kerle. Weil sie sagen, sie kommen da schnell rüber. Daher, ne? Das ist doch nicht schön. Nicht schön. Nein, gar nicht schön. Alter, wollte ich hindrücken. Naja, Mai. Mai, was soll's? Müssen wir durch, ne? Hilft ja alles nix. So, und bevor jetzt die Folge zu Ende geht, schnappen wir uns noch einen schönen Zug, mit dem wir mitfahren können. Nehmen wir doch mal den hier, schnappen uns den Zug und fahren mit dem noch bis zum Schluss der Folge mit nach Santa Clara und vielleicht wieder ein Stückchen zurück. Schön ist er schon, gell? Ja, dann lasse ich euch jetzt mit diesen Eisenbahn-Impressionen ein bisschen alleine. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen freuen, über einen Kommentar, über ein Abo, falls noch nicht passiert ist. Jo, und ansonsten hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.